Rübsalgebläse. Zippo. Ja, dreimal Ausrufezeichen. Das ist halt super, ey. Die meisten Crashes mit dem X-Pilot passieren ja momentan mit Vulkan wenn er irgendwelche Aircraft hier lädt. Und deswegen dachte ich, machen wir das. Wir haben natürlich wieder einen Backup-Plan, falls es crasht. Wieder ein bisschen Nervenkitzel dabei. Wir können Wetten abschließen. Also ich sag, heute stürzt nichts ab. Heute stürzt nichts ab. So, ich hoff's ja. 10 seconds later. Entlang Räder, guten Abend, Ketchup, Montes, Sierra, Solo, Flight, Nummer 100, Matuk. Hört man mich nicht? Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Jetzt bin ich gespannt. Sehr gespannt. Ich sehe es nicht. Ich habe keinen Zugriff drauf. Der Einzige, der es weiß, ist der Marc. Und wir sehen seinen Blick. Er sieht es ja schon. Gewonnen hat. Warte. Komm so schnell. So schnell jetzt schon. Ja, klar. Der ist einfach rausgehauen. Sag's nochmal. Conveen hat gewonnen, Mensch. Conveen. Die Geschichte mit dem Opa, 97 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Echt. Sehr cool. Das war wirklich ein spannendes Rennen bis zum Schluss. Verrückt. Das waren, glaube ich, 2 Stimmen Unterschied zwischen Ich Bin's und Conveen. Puls, ne? Und nochmal, ja, 2 Landungen zum Preis von einer. So wie ich das sehe, fahren gerade die Flaps, die das letzte noch draußen fahren, automatisch ein. Genial. Also Manual Flight ist ja schon, das ist schon easy. Ich bin ja begeistert. Easy, oder? Ja, spannend auf jeden Fall. Delta Fox und Sierra ändern Flug 2-4. Und jetzt ist mein Flugsimulator doch nicht etwa gekracht. Dann machen wir mal kurz Cyberpunk, denke ich. Ach, hier! Ach! Ah, geil. Das ist ja cool. Ach, ihr seid ja toll. Witzig. Danke, Manni.